9. November 1918. Deutschland wird zur Republik. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. 9. November 1923. In München versuchen Hitler und Ludendorff, die Macht im Reich an sich zu reißen. Der Putschversuch scheitert, aber unter den Nationalsozialisten wird der 9. November zu einem Nationalfeiertag. November 1938. Deutschlands Synagogen brennen. Juden werden deportiert. Neunter November 1989. Der erste Riss in der Mauer. Ein Tag für deutschnationale Gefühle. Wir wissen, dass zwischen den ersten drei Daten ein bewusster Zusammenhang bestand. Für die Opfer dieser Daten brachte der 9. November 1989 eine Auslöschung der Erinnerungen an die Gräuel, die Deutsche im Namen der Nation an ihnen begingen. Wir haben zu diesem 50. Jahrestag der Erinnerung an die Ereignisse von 1938 zwischen den Gemeinden beider deutscher Staaten die Idee gehabt, dass man dieses Datum festschreiben sollte in deutscher Geschichte zur Erinnerung an ein sehr dunkles Kapitel. Und die Absicht gehabt, an die Regierung beider Staaten heranzutreten, den 9. November zu einem Erinnerungstag für den Beginn einer massiven Judenverfolgung hier hervorzuheben. Dieses Bemühen ist natürlich nun zunichte gemacht, denn wenn selbst dieser Tag ein Festtags- oder Erinnerungstagsdatum sein sollte, würde er immer jetzt doch belegt sein mit dem 9. November 1989, nämlich dem Fall der Mauer. Und damit ist ein solches Datum leider nicht mehr zu benutzen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts leben die Juden von Prag im Ghetto. Es ist eng. Auf dem kleinen Friedhof müssen die Menschen senkrecht begraben werden. Dennoch bleibt Prag über Jahrhunderte für Juden ein Ort der Zuflucht. Manche nennen es Mutter Israel. Die mittelalterliche Synagoge ist noch heute eine Pilgerstätte für Juden aus der ganzen Welt. Während wir drehen, besucht sie der Oberrabbiner von Jerusalem. Am Grab des Rabbi Löw hinterlassen viele ihre Wunschzettel. Diesem Wunderrabbi schreibt die Legende die Schöpfung des Golem zu. Die Legende vom Knecht, der sich emanzipiert und schließlich die Welt bedroht. Der Rabbi muss ihn töten, um die Gefahr abzuwenden. Die Legende vom Golem spielt im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Sie wird zum Ausdruck der Furcht vor dem, was geschehen wird, wenn der Jude sich emanzipiert und das Ghetto verlässt. Bis ins Spätmittelalter liegt das Ghetto am Fuße des Hradschin, in unmittelbarer Nähe der böhmischen Könige, deren Schutz und Herrschaft die Juden unterworfen sind. Dann wird es auf die andere Seite der Moldau verlegt. Mit der Aufklärung geht in ganz Europa der Einfluss des Christentums zurück. Auf der Prager Karlsbrücke steht die Statue eines Heiligen, der 2500 Juden zum Christentum bekehrt haben soll. Nun aber soll der Jude nicht mehr getauft, sondern in die Volksgemeinschaft integriert werden. Ab etwa 1800 wird in den meisten Ländern der Glaube an die Nation wichtiger als der Glaube an die Kirche. Deutschland geht einen Sonderweg. Während andernorts die nationalen Gefühle die religiösen ablösen, nimmt in Deutschland der Nationalgedanke sakrale Züge an.
Hitlers Bekenntnis zum deutschen Volk klingt wie ein christliches Glaubensbekenntnis. Ich kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem einen Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wieder erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Am Anfang dieses religiösen Nationalismus steht der Philosoph Fichte. Er hält die deutsche Nation für erwählt, eine besondere Rolle unter allen Völkern zu spielen. Das Volk der Juden nennt Fichte einen mächtigen und feindselig gesinnten Staat. Fichte ist ein Zeitgenosse von Goethe, Schiller, Hegel und anderen Großen dieser Blütezeit deutscher Geistesgeschichte. Er schreibt über die Juden: Ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens keine Mittel als das. In einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzustecken, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt. Das Christentum steht mit dem Judentum in einem viel stärkeren Gegensatz als mit dem Heidentum. Der Satz stammt von Goethe. Nun, das Deutschtum ist vom Christentum geprägt worden, selbstverständlich. Die gesamte europäische Kultur. Goethe selber war kein Christ. Aber für ihn war es selbstverständlich. Wie für alle seine Zeitgenossen, dass die europäische Kultur durch das Christentum geformt worden ist und dass der gebildete Mensch, das ist ja die menschliche Gestalt Goethes, der gebildete Mensch ist jemand, der notwendigerweise durch das Christentum gegangen ist und es dann abgelegt hat. Damit meint er sich natürlich selber. Die Juden sind aber niemals durch das Christentum gegangen. Das heißt, sie gehören eigentlich nicht in die europäische Kultur. Sie können nicht zur europäischen Kultur gehören, denn sie sind nicht durch das Christentum gegangen. In Deutschland werden die Juden als Ausländer behandelt. An den Stadttoren müssen sie einen Leibzoll entrichten, als seien sie eine Ware. Die Summe ist dieselbe wie die für einen polnischen Ochsen, bemerkt Moses Mendelssohn bitter. Der Philosoph Mendelssohn ist einer der Vorreiter jüdischer Emanzipation in Deutschland. Er trägt mit seinen Schriften zur Entwicklung der deutschen Sprache in Preußen bei und legt im Dialog mit dem Philosophen Lessing und dem Schweizer Theologen Lavater den Grundstein für eine Integration der Juden in die deutsche Gesellschaft. Um heiraten zu dürfen, muss Mendelssohn jedoch auf die Genehmigung des preußischen Königs warten. Juden haben keine Grundrechte, sie können sie allenfalls erwerben. Gegen viel Geld können sich wohlhabende Juden Heirats- und Niederlassungsrecht erkaufen. Im Potsdamer Staatsarchiv liegen einige Einbürgerungsakten aus dieser Zeit. Was Juden unterschreiben müssen, liest sich wie ein Glaubensbekenntnis zum preußischen Staat. Aber das allein genügt noch nicht. Im christlich-protestantischen Königreich Preußen können Juden nur dann wirklich gleichberechtigte Bürger werden, wenn sie sich taufen lassen. Mendelssohn selbst war für sich selbst ein, was seine eigene Person angeht, ein orthodoxer Jude. Ein traditioneller Jude. Und es gibt eine Stelle, wo er in einem Brief schreibt, wenn wir, um allgemeine bürgerliche Rechte zu bekommen, von unserem Judentum Abstriche machen müssen, dann werden wir darauf verzichten, auf diese bürgerlichen Rechte. Also für sich selbst ist er noch dafür eingetreten, dass er auf seinem Judentum besteht. Es sah anders aus mit seinen Kindern, die zum großen Teil die Taufe genommen haben. Wobei, und das muss hier auch sehr deutlich gesagt werden, diese Taufe nicht genommen wurde aus Überzeugung, weil das Christentum die bessere Religion
ist, sondern weil man sich davon einen Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft erhoffte. Es ist sehr interessant, wenn man einmal die Taufakten studiert, die in den Archiven aufbewahrt werden. Da kann man dann lesen, die mussten ja damals auch Begründung abgeben, die Juden, warum sie die Taufe nehmen. Und dann kann man lesen, weil ich ein Geschäft eröffnen möchte und ähnliches mehr oder weil ich in einen bestimmten Beruf hinein möchte. Dennoch muss in diesem Zusammenhang gesagt werden, wenn wir von der Taufe sprechen, dass es nicht wie die apologetische Literatur, wie die historische Literatur meistens behauptet, dass es Massentaufen gegeben hat der Juden. Im gesamten 19. Jahrhundert hat es in Deutschland nicht mehr als 20.000 Taufen gegeben, für das gesamte Jahrhundert. Das heißt, weniger als 5% der Judenheit hat die Taufe genommen. Das hindert nicht, dass der getaufte Jude zur Schreckgestalt wird, vor allem in Deutschland. Man sieht in ihm ein Monstrum, Satan, der sich die Maske des braven Bürgers übergezogen hat. So kommt es um 1815 zu den sogenannten Hep-Hep-Bewegungen. Angriffen gegen Juden, die vom Ruf Hep-Hep begleitet werden. Sie hängen mit wirtschaftlichen Ängsten und neu entstehenden nationalistischen Gefühlen zusammen. An diesen Gefühlen ändert sich auch nichts, als viele Juden, die in Deutschland noch immer unter Fremdenrecht leben, freiwillig in den Krieg gegen Napoleon ziehen. Hier, wie auch später 1870 und im Ersten Weltkrieg, sind Juden bereit, für Deutschland ihr Leben auf dem Schlachtfeld zu lassen. Das ist umso bemerkenswerter, als der Gegner Frankreich um 1815 den Juden schon längst die vollen bürgerlichen Rechte zugestanden hat. In Deutschland bringt nicht einmal der Einsatz in den Freiheitskriegen den Juden die Gleichberechtigung, ganz im Gegenteil. Das Gefühl der nationalen Einheit Deutschlands bildet sich während der Schlachten gegen Napoleon und das Bedürfnis nach Feindbildern wird prägend bleiben für den deutschen Nationalismus. Erst durch Napoleons Siegeszug wird das Brandenburger Tor zu dem symbolischen Ort deutsch-deutscher Hochzeiten. Schon beim Marsch der Burschenschaften auf die Wartburg von 1817, einem Fanal für die Einheit Deutschlands, zeigt sich, wie sehr der neue Nationalismus auf Feindbilder baut. Auf der Wartburg, die wie kein anderer Ort zum Symbol nationaler Erneuerung wird, verdichten sich die Bilder einer heldischen Vergangenheit, in der das Schwert entschied. Deutschland sieht sich selbst als eine Festung, die von einem Heer von Feinden umgeben ist. Es ist ein romantisch verklärtes Deutschlandbild, das hier unter dem Banner der Burschenschaftsfahne entsteht, geboren in den Köpfen von Philosophen und Dichtern. Hier wird Jüdisch sehr bald zu einem Synonym für undeutsch. Heine berichtet: Auf der Wartburg herrschte jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden. Wer nur im siebenten Glied von einem Franzosen, Juden oder Slawen abstammte, war zum Exil verurteilt. Die Studenten des Wartburgfestes veranstalten die erste Bücherverbrennung im Namen des deutschen Volkes. Sie nehme die nationalsozialistische Bücherverbrennung um mehr als 100 Jahre vorweg. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner! Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Gegen Frechheit und Anmaßung. Hier Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Die Abwertung alles Undeutschen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen.
Das deutsche Wir-Gefühl, die nationale Einheit, bildet sich vor allem auf dem Rücken des Juden heraus. Warum aber wird besonders der Jude zur Zielscheibe dieses Feindbildes? Im 19. Jahrhundert gesellt sich zum christlichen Judenhass die Angst vor der Moderne, die die Industrialisierung mit sich bringt. In vielen Ländern werden gerade die Juden zu den Schrittmachern der Moderne. Ungarn ist ein gutes Beispiel. Die Industrialisierung schafft eine völlige Neuordnung der ungarischen Gesellschaft. Es entwickelt sich ein städtisches Bürgertum. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind rund 60% aller Ärzte und Anwälte von Budapest Juden. Aber auch 2/3 der Gepäckträger. In Ungarn gab es vorher so gut wie kein Bürgertum, nur Adel mit Großgrundbesitz und Landarbeiter. Viele Juden lebten in den Städten und gingen Berufen nach, die nun mit der Industrialisierung gefragt waren. Um 1900 ist ein Viertel der Einwohner von Budapest jüdisch. Judapest nennt Karl Lueger, der antisemitische Bürgermeister von Wien, die ungarische Hauptstadt. Der nationalistische Antisemitismus, der sich um diese Zeit in Deutschland unter Donaumonarchie entwickelt, erfasst auch viele andere europäische Länder. Dabei beginnt sich die jüdische Gemeinde gerade im 19. Jahrhundert der christlichen Gesellschaft anzupassen. Das zeigt die Architektur der großen Synagoge von Budapest mit ihren beiden Glockentürmen. Es ist die größte Synagoge der Welt. 5000 Menschen finden hier Platz. Die Synagoge unterscheidet sich kaum von einem christlichen Gotteshaus. Auch die liturgische Musik eines Salomon Sulzer beginnt, sich der christlichen Choralmusik anzugleichen. Bei der Einweihung der Synagoge im Jahr 1859 sitzt Franz Liszt an der Orgel. Es ist eine große Ehre, und zwar für ihn. Obgleich die jüdische Gemeinde von Budapest erheblich größer ist als etwa die von Berlin, kommt es in Ungarn nie zu solchen antisemitischen Ausschreitungen wie in Deutschland. Dennoch wird in Ungarn 1883 die erste antisemitische Partei Europas gegründet. Um sie ins Leben zu rufen, war ein Jahr zuvor gegen die jüdische Gemeinde eines ostungarischen Dorfes ein Prozess inszeniert worden. Es ist der erste einer ganzen Welle von ähnlichen Schauprozessen, mit denen in der Bevölkerung Deutschlands und Österreichs Judenhass geschürt werden soll. Das gelingt auch hier. Bis zum 1. April 1882 leben in Tisu-Eslar Protestanten, Katholiken und Juden mehr oder weniger friedlich nebeneinander. An diesem Tag verschwindet ein 13-jähriges Mädchen. Plötzlich ist der Verdacht in der Luft, die Juden hätten einen Ritualmord begangen. Die große Presse, die sich sonst wenig um das Leben der Dörfer kümmert, berichtet ausführlich über den Prozess. Kronzeuge der Anklage ist ein 14-jähriger Jude, der seinen eigenen Vater belastet. Er ist, wie sich später zeigt, erpresst und terrorisiert worden. Das geschieht auch mit anderen. Ein Verteidiger legt sein Amt nieder, weil er Morddrohungen erhält. Als die Leiche der Esther Scheumoschi ans Ufer der Theiß geschwemmt wird, nimmt der Prozessverlauf jedoch eine Wende. Der Leiche fehlen die Schnittwunden, die ein echtes Ritualmordopfer haben müsste. Die Agitatoren behaupten nun, dass die Juden die Leiche einer anderen Frau gekauft und mit den Kleidern der Esther Scheumoschi bekleidet in den Fluss geworfen hätten. Umsonst. Die 15 Angeklagten werden freigesprochen. Da ist freilich der Schaden schon angerichtet. Die Synagoge ist niedergebrannt und die Häuser der Juden sind verwüstet. Vor allem aber, alle judenfeindlichen Klischees, wie das vom internationalen Finanzjudentum, sitzen nun fest in den Köpfen der Menschen. Beim ersten Antisemitenkongress, der 1882 in Dresden abgehalten wird, hängt ein großes Bildnis der Esther Scheumoschi über dem Rednerpult, umrahmt von den Porträts der Kaiser Deutschlands und Österreichs. Ist es ein Zufall? Die erste deutsche Nationalversammlung tritt ausgerechnet in einer Kirche zusammen.
7 der 568 Abgeordneten der Paulskirche sind preußische Juden. Darunter Gabriel Rieser, der erste Jude, der in Deutschland als Richter zugelassen wird. Rieser gehört der Delegation an, die dem preußischen König die Kaiserkrone anbietet. Er sagt: Bietet man mir mit der einen Hand die Emanzipation, mit der anderen die Verwirklichung des schönen Traumes von der politischen Einheit Deutschlands, ich würde ohne Bedenken Letztere wählen. Die Reichsgründung von 1871 garantiert den Juden zum ersten Mal die vollen bürgerlichen Rechte. Viele hatten sich im Krieg gegen Frankreich zu den Waffen gemeldet. Sie fühlen deutsch, aber die meisten Deutschen fühlen antijüdisch. Sogar die Fortschrittlichen und die Liberalen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in der großen Zeit der deutsch-jüdischen Symbiose, sahen eine Möglichkeit eines Zusammenlebens der Juden und der Deutschen nur, wenn die Juden aufhören würden, Juden zu sein. Das heißt, wenn sie das Christentum annehmen würden, vielleicht nicht jetzt, vielleicht wird das noch ein bisschen dauern, man muss Geduld haben und so, das war die fortschrittliche Einstellung. Man soll den Juden entgegenkommen. Man soll die Juden lieben, damit man sie dann... Freundlichkeit vor allem von den akademischen Schichten aus. Der deutsche Reichsgedanke entstand in den Köpfen von Philosophen. So greift auch die Judenfeindlichkeit zunächst an den Universitäten um sich. Eine wichtige Rolle spielt der Historiker Heinrich von Treitschke. Er verkündet: Wir wollen nicht, dass auf Jahrtausende germanischer Besiedlung ein Zeitalter deutsch-jüdischer Mischkultur folgt. Treitschkes Vorlesungen in Berlin finden großen Zulauf. Er zieht ganze Generationen von Studenten heran, die 30 und 50 Jahre später wie er rufen: Die Juden sind unser Unglück. Der Ausspruch wird zum Schlachtruf der Straße in der Weimarer Republik. Viele Beispiele auf dem großen jüdischen Friedhof von Berlin-Weißensee zeigen, wie Juden auf das Anwachsen antisemitischer Gefühle in Deutschland reagieren. Der königlich-preußische Kommerzienrat Aschrott beauftragt den Erbauer des Leipziger Völkerschlachtdenkmals mit dem Entwurf für seine Familiengruft. Juden übernehmen deutsch-nationale Werte und die Ästhetik eines germanischen Heldentums. Bei einigen Juden ging die Assimilation bis zum Verzicht auf die jüdische Identität. Die jüdische Religion verbietet es, im Gotteshaus oder auf dem Friedhof einen Menschen darzustellen. Berthold Kempinski hält es lieber mit dem christlichen Brauch. Die Übernahme christlich-deutscher Werte geschieht freiwillig und ist dennoch Ausdruck für die Anpassungszwänge, denen Juden in Deutschland unterworfen sind. Auch die Darstellung von Gottes Auge verstößt gegen das zweite der 10 mosaischen Gebote. Die Juden selber wussten nicht, wie sie sich identifizieren sollen. Und der Streit um der interne jüdische Streit um die Identität geht bis heute weiter. Ich möchte sagen, zurückblickend, dass die heutige Definition eigentlich auch für das 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gelten würde. Die meisten Juden sehen sich heute als Angehörige eines Volkes. Da das eine ganz vage Definition ist, man kann zum Beispiel loyaler und patriotischer amerikanischer Staatsbürger sein und zum jüdischen Volk gehören. Man kann Indianer sein und zum Hopi-Volk gehören und trotzdem sehr loyaler amerikanischer Staatsbürger sein und so weiter. In Staaten oder in Gemeinschaften, die pluralistisch denken, ist das möglich. Deutschland war kein pluralistischer Staat und deswegen ging es nicht. In dieses geistige Umfeld werden Theodor Herzl und viele andere Vorkämpfer des Zionismus geboren. Der deutsche Nationalismus fordert die völlige Aufgabe jüdischer Identität und lässt so den jüdischen Nationalismus entstehen.
Wie tief der Zionist Herzl in der europäischen und gerade der deutschen Kultur verwurzelt ist, zeigt ein Blick in sein Arbeitszimmer. Es wurde in Jerusalem wieder aufgebaut. Über seinem Schreibtisch das Bildnis des Großherzogs Friedrich von Baden, der Herzls politische Ideen unterstützte. In Herzls Bibliothek steht die gesamte deutsche Literatur, von Schiller über Heine, Wieland, Lessing und Goethe bis zu Meyers Konversationslexikon. Aber ein hebräisches Buch sucht man hier vergeblich. Herzl sprach kein Hebräisch, hatte auch keine Beziehung zur jüdischen Religion. Sein Denken war von den Werten des christlichen Europa durchdrungen. Und gerade in Deutschland setzte er große Hoffnungen. Herzl schlägt sogar dem deutschen Kaiser, den er in Jerusalem trifft, vor, das Protektorat für einen künftigen Staat der Juden zu übernehmen. Die assimilierten deutschen Juden sehen in Herzls Streben nach einem jüdischen Staat eine Gefahr für ihre staatsbürgerliche Stellung im Reich. Sie fürchten, wieder als Fremde betrachtet zu werden. So verhindern sie, dass die Zionisten ihren ersten Kongress von 1897 in München abhalten können. Herzl muss nach Basel ausweichen. Wir wissen heute, dass die Angst der deutschen Juden, wieder als Fremde betrachtet zu werden, zutiefst berechtigt war. Sie jedoch hofften, dem deutschen Nationalismus, der im Juden die Verkörperung alles Undeutschen sah, durch verstärkte Assimilation begegnen zu können. Die Akten der jüdischen Gemeinden, die sich heute im Potsdamer Staatsarchiv befinden, erzählen von diesen Bemühungen. Anfang dieses Jahrhunderts stellt die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland eine Kartei zusammen, mit den Namen und den Mitgliederzahlen aller jüdischen Gemeinden in Deutschland. Anhand dieser Akten konnten die Nationalsozialisten feststellen, welche Deutschen jüdisch sind. Dann begann die systematische Aussonderung, die der Vernichtung der deutschen Juden vorausging. Die deutsche Geschichte läuft nicht zwangsläufig auf das Pogrom und auf Auschwitz hinaus. Die deutsche Geschichte hat immer zwei Gesichter. Einmal die demokratischen Traditionen und die freiheitlichen Traditionen und auf der anderen Seite die völkischen Traditionen, die Parolen von Einheit und Deutschtum. Und unglückseligerweise hat in der deutschen Geschichte immer die Idee der Einheit über die Freiheit gesiegt. Und ich befürchte, dass wir in Zukunft wieder mehr über die Einheit als über die Freiheit sprechen werden.